Welchen Eindruck haben Sie denn bisher vom Digital Demo Day? Ich glaube, das ganze Thema Unternehmergeist, aber auch so ein bisschen Zuversicht kommt gerade in den Digital Demo Days, glaube ich, ganz gut rüber. Und vor allem, es hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren zu einer Plattform entwickelt und damit zu einem Austausch eben zwischen verschiedenen Unternehmen und auch, glaube ich, das Gespräch jetzt gerade zwischen Klaus Hommels und mir, Startup-Szene auf der einen und Unternehmen oder Großkonzern auf der anderen, glaube ich, sind wichtige Themen. Absolut, ja. Ist das für Sie jetzt die erste große Veranstaltung wieder, wo Sie live vor Ort sind? Im Sinne einer Podiumsdiskussion, ja, würde ich sagen, war eine der ersten Veranstaltungen. Mhm. Ja. Alles andere im Unternehmen haben wir die letzten 18 Monate komplett virtuell gearbeitet und hat auch sehr gut geklappt. Ja. Aber das natürlich der persönliche Kontakt ist natürlich extrem wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist schön, wenn man so eine Veranstaltung hier wie die heutige hat, um das umzusetzen. Wie fühlt es sich an, jetzt wieder hier unter den Menschen zu kommen? Für mich natürlich, weil natürlich das für mich ein Thema ist, was extrem wichtig ist, den persönlichen Kontakt. Und ja, von der Seite ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und wir müssen halt natürlich auch umgehen mit der Corona-Situation. Ich glaube, sie wird uns nur weiter begleiten. Ja. Und von der Seite nicht, dass es zu New Normal zurückkommt. Das wird nie mehr, glaube ich, der Fall sein. Aber ich glaube, den Kontakt so wie heute oder mit dem Publikum ist, glaube ich, notwendig. Das hat man vermisst, ne? Ja, geht mir genauso. Wie beurteilen Sie denn die Startup-Szene hier in NRW? Na gut, ich glaube, am Ende des Tages kommt es erstmal darauf an, wo ist man eigentlich? Und ich glaube, wenn wir jetzt über Düsseldorf sprechen, ist das ein attraktiver Standort, glaube ich. Und der muss aus zwei Perspektiven interessant sein. Ich glaube, einmal Lebensumfeld, ja? Weil gerade die jungen Generationen legen ja viel mehr Wert, nicht nur auf, was ist das Unternehmen, sondern in welchem Umfeld oder auch, wo kann ich mich selber auch letztendlich aufhalten. Ich glaube, da bietet Düsseldorf ein attraktives Umfeld. Aber es geht natürlich auch um attraktive Jobs und ich glaube, da spielen zwei Dinge eine Rolle. Einmal die Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auch hier in Düsseldorf angesiedelt sind, die gute Jobs anbieten, attraktive Jobs anbieten, aber auch die Politik, die natürlich die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit Start-ups oder junge Unternehmen auch wirklich die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass neben Berlin eben Düsseldorf schon in den letzten Jahren da viel getan hat, viel investiert hat und wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind. Und unabhängig jetzt von der Region, wo sehen Sie da die Potenziale für die Zusammenarbeit von Konzernen und Startups selbst? Naja, ich glaube, man braucht das Beste aus beiden Welten. Und wenn man gerade Großunternehmen anschaut, da geht es darum, wir haben oft ein weltweites Netzwerk, globale Märkte. Wir haben aber auch unternehmerisches Know-how, was sich über Jahre entwickelt hat, was in den Start-up-Unternehmen nicht dabei ist. Auf der anderen Seite in den Start-ups neue Impulse, neue Anreize, Ideen, die letztendlich teilweise bei den Konzernen vielleicht eingeschlummert sind oder nicht mehr vorhanden sind oder auch eben ganz neue Perspektiven. Und das Zusammenspiel ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Faktor. Und grundlegend, wie ich es auch in der Podiumsdiskussion angedeutet habe, es muss auf Augenhöhe sein. Mhm. Und das ist ganz wichtig, damit man nicht aneinander vorbeispricht. Und da hat es, glaube ich, in den letzten Jahren sicherlich Schwierigkeiten gegeben. Ja. Aber wir entwickeln uns, glaube ich, von beiden Seiten dahin, die jeweils andere Seite, in Anführungsstrichen, wenn man so sagen möchte, auch zu verstehen. Das sind doch schöne Aussichten schon mal. Und Sie sind ja schon seit vielen, vielen Jahren bei Henkel. Was hat sich seitdem alles entwickelt? Ja, also das Unternehmen ist in diesem Jahr oder wird in diesem Jahr in den nächsten Tagen 145 Jahre alt. Also von der einen Seite sehr traditionell. Toll, auf der anderen Seite hat sich das Unternehmen eigentlich immer wieder neu erfunden. Ja, der Gründer Fritz Henkel, der ja wirklich wichtige Dinge sozusagen für den Alltag und für die Menschen entwickelt hat. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, die wir immer wieder neu letztendlich uns entwickeln wollen. Wir haben ja zwei große Geschäfte, die insgesamt erstmal sehr unterschiedlich erstmal aussehen. Auf der einen Seite B2B-Geschäft, also Adhesives Technologies, 50% des Unternehmens und 50% im Konsumentenbereich mit Beauty Care und Wasch- und Reinigungsmittelstrategie, Wasch- und Reinigungsmittelprodukten. Und ja, wir haben eine coole Agenda für die Zukunft, nämlich ganzheitlich zu wachsen und haben vor kurzem einen Purpose definiert, Pioneers at Heart for the Good of Generations, also eine Situation, die nicht nur die Historie widerspiegelt, sondern auch ein klares Bekenntnis für die Zukunft ist, nämlich immer sich wieder neu zu erfinden, um etwas nicht nur
für das Unternehmen, sondern wirklich auch für die Generationen, die kommen, auch zu entwickeln. Mhm. Und was denken Sie, ist notwendig, um diesen Standort NRW überhaupt als Industriestandort voranzubringen? Ja, ich glaube, das sind die Dinge, die ich eben gerade schon angesprochen habe, Rahmenbedingungen zu schaffen im Sinne der Politik, schnelle Entscheidungen, pragmatisch zu sein, Rahmenbedingungen auch in der Infrastruktur zu schaffen, damit eben junge Unternehmen, aber auch etablierte Unternehmen sich entwickeln können.